Letzthin, als ich am Zürcher Bellevue-Platz auf den Elfer wartete, hörte ich, wie einer hinter mir raunte: «Du, Miss Rätzli, du!» Aus einem Impuls heraus drehte ich mich um, als gelte diese Anrede mir, was ja nun angesichts des Umstands, dass ich auf die 60 zugehe, schon etwas gar am Objekt der Begierde, in dem Fall also an mir, vorbei fabuliert gewesen wäre. An Flucht war nicht zu denken, überhaupt war nicht an Denken zu denken. Wer hat hier seine Hand im Spiel? Wer hat hier seine Hand im Spiel und wessen Ohr hört mit? Und dann die Nase in die Luft gehalten und nichts gerochen, nichts gerochen, nichts. Und dann dem großen Waldskelett einen kleinen Knochen abgebrochen, daran gerochen. Nichts, nichts.